Sie haben meinen Turm zerstört. Sie haben meine Palisade zerstört. Gut, das war zum Glück erstmal nur... Es war nicht so viel, was sie zerstört haben. Das ist zu überleben. Tendenziell. Allerdings sind auch ein paar Leute gestorben, habe ich das Gefühl. Da kann ich jetzt nicht so viel gegen machen. Technisch, weil es sind einfach nicht genug da. Da bauen sich irgendwelche Graden sich da ab. Das ist toll. Schneesturm. Keine Steine mehr. Hervorragend. Ich bin stolzer Anti-Steinmeister. Es läuft irgendwie immer auf dasselbe raus. Ja, die haben hier keine Steine mehr, ne? Ja, ich weiß, dass das ein Problem ist. Geht mal hier runter. Und macht da... Was, Raubtier greift an? Wo denn? Ah ja, da wird... Das ist auch klar. Da ist halt nichts mehr. Ja, Cholera auch wieder am Start. Was habt ihr? Rüstungsschmied, der hat irgendwas nicht. Naja, keine Ahnung. Die brauchen halt jetzt hier so ein Arbeitswerkzeug. Stellt ihr das hier hinten her? Ich habe 4 Schmiede. Baut mal so ein Ding jetzt. Schneesturm, finde ich super. Stehe ich total drauf. Ist da wer gestorben? Oh ne, ich habe einfach 2 frei. Und ein paar haben einfach nichts, wo sie... Ein paar haben einfach keine Waffen. Keine Rüstung, kein Schild. Kein Bogen, wobei ich eigentlich einen Bogen noch habe. Ich mache mal einen zweiten. Bögen sind auf. Aus. Genau wie alles andere. Gut. Wir haben zumindest noch Kleidung. Warme Kleidung gibt es auch keine mehr. Da weiß ich aber auch gerade nicht, wo die hergestellt wird. Hier nicht. Schuster. In der Gerberei wird das hergestellt. Da ist einfach nichts. Los, weil alle Plätze deaktiviert sind. Weil kaum Mitarbeiter. Ja, ich habe keine mehr, ne? Ist nichts mehr da, ne? Ist 0 auf 0. Gut. Prima. Ich bin... Wir könnten natürlich ein paar der Steinmetze hier aus dem Arbeitercamp abziehen. Das könnten wir machen. Das mache ich jetzt aber erstmal. Und dann hoffe ich inständig, dass irgendwann mal ein Arbeiter dazukommt, neu wandert ein oder so. Was läuft denn da rum? Das ist ein Wildschwein. Wenn ich da jetzt wen hinschicke, dann sterben die da ganz elendig. Ja, wir haben keine Steine. Das ist eigentlich schon mal eins der Kernprobleme, dass die nichts weiterbauen können, weil Steine fehlen. Und wahrscheinlich auch die Menschen, die sie transportieren. Ich gehe mal gucken, ob ich hier noch irgendwo ein bisschen Stein finde. Den sie in der Nähe meines Lagers abbauen können. Da und da. Ich weiß, dass es oben bei der Mine ein großes Vorkommen gibt, aber da sind auch Wölfe. Bin mir nicht sicher, ob das so klug ist. Ach, guck mal an, mein Sammler ist auch tot. Gibt keinen Sammler mehr. Hier oben ist auf jeden Fall was, was wir abbauen können. Und hier, hör mal auf. Das ist jetzt mal Priorität 1, dass ihr Steine kloppt. Ah, und ich update auch gerade noch die Wege. Das ist total intelligent. Ist ein neuer Händler eingetroffen. Vielleicht. Ah, er kauft nichts, was ich habe. Und der verkauft doch auf jeden Fall schon mal keinen Stein. Pocken. Ja, Pocken klingt gut. Das klingt so, als bräuchte man's. Mir fehlen wahrscheinlich so 30 Bewohner. Hier fehlen immer noch Bögen. Ich weiß nicht, warum. Mir fehlt alles. Es fehlt einfach an allem. Vor allen Dingen Bögen. Warum macht der Bogen noch nichts mehr? Ah, da muss ich die Priorisierung einstellen. So, pass mal auf. Wir haben 600 Pfeile. Mehr Bögen wären aber gut.
Und wir machen so 50-50. Ja, dann wird's vielleicht was. Hier weiß ich nicht. Jäger haben schon lange kein Wild mehr aufgespürt. Ziehen Erwägung in. Okay, der Jäger hat nichts mehr. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Hatte ich hier hinten nicht Jagdgebiete gesehen, die vielleicht bejagt werden könnten? Das ist ganz da oben. Ah ja, gut, komm her. Wir verschieben den auch mal nach hier unten. Ja, wer benötigt da mehr Arbeitskräfte? Ach, der, ja. Raubtier greift an. Ach ja, das ist ja ungewöhnlich. Das ist ein Wolfskind. Das ist einer von denen, die da hinten mal gucken sollten, was los ist. Lauf da nicht vor den Steinen. Du musst nur bis zum... Genau, du musst es nur nach Hause schaffen. Und dann gibt es schon einen, der das, wie man gerade sieht, killt. Schule läuft noch. Das ist immerhin etwas. Da sind Bretter da, aber fehlen Bretter und Holz. Gut. Richtig schön ist übrigens, dass wir auch bald gleich kein Brennholz mehr haben und ich nicht so richtig weiß, warum. Ich muss einfach Brennholz machen. Durch Hitzestress. Gebäude steht in Flammen. Ich bin ein totaler Freund von der ganzen Geschichte. Es wurde ein neuer Dorfbewohner geboren. Das ist jetzt vielleicht, das ist schön. Das ist total toll. Das ist wirklich schön. Wo steht denn das Gebäude in Flammen? Ach, es war auch noch die Schule. Es ist zumindest wer erwachsen geworden. Hier, der Sammler, der ist nicht aktiv. Der Jäger. Hier kommt nichts mehr an. Das ist wahrscheinlich, weil kein Eisen mehr da ist. Weil die Gießerei wahrscheinlich nichts mehr herstellt, weil ihnen das Werkzeug dafür fehlt. Ja. Und die stellen kein Werkzeug hier. Mal auf. Null. Wir brauchen Werkzeug. Das ist unumgänglich, es muss Werkzeug her. Wir müssen das jetzt hier, ich muss das genau im Auge behalten. Ist da vielleicht ein Händler da? Irgendwas ist hier voll im Lager und ich weiß nicht was. Ah, okay, da ist... Warum habe ich denn so viel Fett? Ah, das habe ich im Lager, ne? Das habe ich nicht in die Stadt exportiert. Honig, das ist normal. Holz ist okay. Das Holz ist okay. Töpferware, Kerzen sind okay. Und ja, das ist okay. Aber das Fett war nicht okay. Fett war... Was? Ja, ich weiß. Jetzt fehlt da auch was. Es fehlt überall. Wir müssen auf neue Neuigkeiten warten. Keine Wahl. Neuigkeiten. Feldfrüchte sterben. Wie sieht's hier aus? Fruchtbarkeit. Die wird auch nicht viel besser, ne? Hier, die ist bei 97. 63, das steigert sich langsam. Unkrautniveau ist okay. Hier ist es. Wie ist denn hier das Unkrautniveau? Hier gibt es einfach keins. Da läuft einfach alles ganz, ganz bombig. Die haben immer noch keinen. Freunde, was fehlt euch? Fehlende Quellen gegen Eisen. Haben kein Eisen mehr. Ja. Ich weiß, warum wir kein Eisen mehr haben. Es wäre jetzt an der Zeit, wenn ein Händler käme, dass ich vielleicht so ein Werkzeug kaufen kann. Ich kann es nicht ändern. Das für Geräusche. Oh, Dorfbewohner ist tot. Altersschwäche. Ach, du Heiland. Mit 76. Ah, gut. Da darf man schon mal sterben. Hier greift irgendwo noch ein Raubtier an. Ach, das ist das Wildschwein. Ah, das ich glaube, das... Warte mal, wen will denn das killen? Ich habe keine Ahnung. Ja, die 8 Menschen nimmst du auf jeden Fall auf. Und dann...
platzieren wir den da drin und dann platzieren wir hier noch einen. So, dann dürften ja alle Gebäude mehr oder weniger wahrscheinlich wieder mit Arbeitern besetzt sein, bis auf die Sammelhütte. So, die Sammelhütte, sammelt der jetzt, wo sammelt denn der jetzt? Pass mal auf, du sammelst jetzt hier. Ja, ich denke, so machen wir es. Und danach, wir brauchen auf jeden Fall, ich brauche schweres Werkzeug. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie an Eisen kommen. Eisen ist ja wahrscheinlich, ja, es ist Eisen reichlich da, ich habe nur keine Barren. Ah, das ist zum Heulen, Alter. Und schuld ist dieses eine Werkzeug. Meine Felder, da ist, Alter, dieses Raubtier da, ne? Ah, der stirbt jetzt. Ich weiß zwar nicht, wer da schießt, weil der hat keinen Bogen und auch kein Schwert, aber... Und der hat auch keinen Bogen, weil auch keine Bögen mehr gebaut werden, offensichtlich. Wird nichts mehr gebaut. Na, es wird wahrscheinlich einfach nichts mehr transportiert. Na, wobei, ich habe jetzt wieder 16. Also, theoretisch. Warum ist das hier so voll? Ich kann es nicht erklären. Vielleicht hat das nur ein insgesamtes Lager... Wir könnten, wenn ich eine Ziegelei hätte, upgraden. Habe aber keine. Gut, hier machen wir mal den fehlenden rein. Oh. Mein Sammler hat der Wolf erwischt. Traurig, aber wahr. Naja, kann ich auch nicht ändern. Ah ne, das ist der Erkunder. Ja, Markierung entfernen, bitte. Da ist ein Wolfsrudel. Man muss ja jetzt nicht hinrennen. Alle 3 Tage. Macht ihr was? Wie sieht denn eure Produktion aus? Letztes Jahr habt ihr 4 Bögen gebaut. Das ist ein kleines bisschen traurig, finde deine Dau. Ich finde schon. Die sind alle aufgehoben worden schon von irgendwem. Ja, Eisen wird auch nichts mehr gemacht. Das liegt aber jetzt auch vielleicht ein kleines bisschen an meiner eigenen Dusseligkeit. Ich wäre ein total fröhlicher Mensch, wenn... Wie ist denn das eigentlich mit dicker Kleidung? Da haben wir zumindest 1 auf Lager. Ich habe vermutlich länger auch schon keinen... Der Kornspeicher ist voll. Ach du Scheiße, ich brauche noch mehr Kornspeicher. Gucke mal an. Lager, Kornspeicher. Stell den 2. einfach daneben. Oh, brauche ich 30, 15 Steine für. Das ist ja ein Traum. Krankheitsbedingt ist auch hier alles am Start. Influenza. Die Sammelhütte, die könnten wir eigentlich auch mal verschieben. Sag mal, wo habe ich denn den zum Jagen hingeschickt? Ach, der jagt hier. Ich habe den Bereich einfach nicht eingestellt. Dann geh dahin jagen. Da oben ist vielleicht auch wild. Auch wird er total geschickt. So, pass auf. Du, ja, ja, du bewegst dich hier mit deiner Hütte auch noch hier unten. Nee, gar nicht. Machen wir hier mitten rein. Nee, ich wollte das drehen. Toll. War aber doch total clever. Nee, ich wollte die hier hinstellen. Das macht ja viel mehr Sinn. Dann könnt ihr hier sammeln. Wo sammelst du? Ah, die sammelt da. Okay. Dann kann die... Ah, nee, die sammelt dann da, ne? So ist es. Ah ja, ich bin auch ein bisschen verwirrt gerade. Es ist, wir sind immer noch nicht alle mit Bögen ausgestattet. Da fehlen noch 1, 2, 2. Und da sind Plätze deaktiviert. Warum, weiß ich allerdings nicht. Die müssen wir auf jeden Fall aktivieren. Für den nächsten Überfall. Was ist mit den Kühen? Die haben Hunger. Warum haben die Hunger? Verstehe ich nicht. Ist doch alles da. Ist vielleicht ein Hirte tot. Oh, das mit den Pocken, Leute, das geht nicht. Händler, toll. Verkaufst du Werkzeug? Ich bin fasziniert. Sehr fasziniert. Ach, mein Handelsposten brennt. Ah, gar nicht, warte, mein Handelsposten war irgendein Haus.
kleines bisschen verstört. Aber hier wird noch, hier werden noch Steine abgebaut. Das finde ich ist schon mal ein guter Ansatz. Das ist schon mal ein guter Ansatz. So, wir haben jetzt einen zweiten Kornspeicher. Da werden sogar schon Fässer. Was ist denn da? Altersschwäche. 73. Irre. Aber Nutztier geboren. Ein Dorfbewohner wurde geheilt. Könnten wir drüber nachdenken? Wir haben immer nur 600 Pfeile. Wir haben... Oh, da ist ein Reisenhändler eingetroffen. Auf den setze ich jetzt all meine Hoffnung. Was das dämliche Werkzeug angeht. Nein, der hat natürlich auch nichts. Aber der kauft immerhin mein ranziges Zeug hier auf. Ah, er hat nicht genug Geld. Ach, dass das immer so Pleitegeier sein müssen. Wir könnten Seife kaufen. Oder Steine. Pass mal auf, ich mach das mal. Ich kaufe mal ein paar Steine für einen Taui. Kaufen und transportieren. Und dann verkaufe ich im Gegenzug. Ich würde gerne ein bisschen was verkaufen. Könntet ihr das vielleicht ein bisschen schneller auffüllen? Nee, ne? Geht jetzt nicht. Oh, da war was mit 47. Das heißt, ich kann nochmal 500 einnehmen. 200. Ich bin fast wieder dran. So, ich lasse das jetzt so. Hitzewelle, toll. Warum kann man denn vielleicht so der Beruf Gießer? Great. Wenn ihr da zuhört. Der Beruf Gießer, der wäre super. Wie ich drauf komme. Gießer wäre toll, dann wären viele der Probleme nicht so problematisch. Warum? Altersschwäche. Jetzt sterben die hier halt an Altersschwäche. Hör doch mal auf damit. Lass das mal. Wir brauchen immer noch dieses dämliche Werkzeug. Die können kein Werkzeug bauen, weil sie kein Eisen geschmolzen kriegen. Ich kann aber kein Werkzeug. Warte mal, verkauft ihr zufällig wie ein Eisenbarren? Ja. Hier irgendeine Flöte. Schilde und Fellmäntel bieten 4 Rüstung. Toll. Schilde würde ich auch gern bauen. So, meine Händler ziehen alle ab. Ja, Hitze, Feldfrüchte, Krankheit. Das Feld hat alles. Hitze, Krankheit, da ist alles im Arsch. Was ist denn hier zum Schluss gewachsen? Ah, die Bohnen. Was ist hier los? Da wird nur die Fruchtbarkeit des Feldes wiederhergestellt. Und was machen die hier? Die machen dasselbe. Na gut, dann macht ihr mal. Wir könnten allerdings bei dem Feld, man könnte jetzt drüber nachdenken. Man könnte das zurückbauen. Nee, ach Quatsch, das ist ja total schwachsinnig. Das hat eine Fruchtbarkeit von 92. Mal ganz im Ernst, wenn ich das mache ich vielleicht später. Das ist ja völlig hirnverbrannt. Können wir hier... Oh, ja, 24 Plünderer, das wollte ich hören. Das ist auf jeden Fall genau das, was ich hören wollte. Wo meine Jungs doch noch nicht mal Schwerter haben alle oder sonst irgendeinen Gegenstand, der ihnen in irgendeiner Form weiterhilft. Pass mal auf, du läufst jetzt mal bis da hoch. Also wir müssen auch erstmal rausfinden, von wo sie kommen. Also ich glaube, sie sind da oben. Ja, ja. Hier oben. Da kommen sie. Dorfbewohner sind tot. Ah. Jetzt kommen meine Krieger. Ja, gestorben. So, haben wir noch mehr? Da ich das nicht genau weiß. Warte kurz. Wie ist der denn? Wie sind die denn da reingekommen? Markierung verschieben. Verschiebt die mal nach hier. Ich glaube, die Jungs fliehen.
wir noch irgendwo wen? Ich sehe keinen. Können zur Kaserne zurückkehren. So, die haben Gebäude zerstört. Ja gut, das war jetzt nichts Weltbewegendes. Kind ist erwachsen geworden. Dorfbewohner geboren. Dorf wurde geplündert. Was haben sie denn gemacht? Haben Gebäude zerstört?